Hallo. Ich weiß nicht, wie es bei euch auf Arbeit ist, aber habt ihr manchmal das Gefühl, wenn ihr euch manche Vorgesetzte anschaut, die immer die falsche Entscheidung zu treffen scheinen, die nie wirklich eine Ahnung haben, was die Kunden wollen, die unflätige Witze in der Mittagspause reißen, dass ihr euch solche Leute anschaut und euch fragt, wie bist du in diese Position gekommen? Nun, über so jemanden in der Art sprechen wir heute. Wir sprechen über Hans-Georg Maaßen. Hans-Georg Maaßen ist seit 2012 Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Falls ihr jetzt fragt, Moment mal, Verfassungsschutz? War das nicht der krasse deutsche Geheimdienst, der in Berlin einen US-Spion enttarnen wollte, indem sie ausgerechnet die USA um Hilfe bitten? Oh ja, und Hans-Georg ist sozusagen der Oberhäuptling dieses Vereins. Er ist als Präsident der Nachfolger von Heinz Fromm, der den Job aufgab, nachdem seine Mitarbeiter Akten schredderten, die den Verfassungsschutz möglicherweise in Zusammenhang mit einer rechtsradikalen Mordserie hätte bringen können. Zufälligerweise genau einen Tag, nachdem eben diese Akten vom Generalbundesanwalt angefordert wurden. Zufälle gibt's. Ihr seht also, es sind ein paar verdammt große Fußstapfen zu füllen, aber ich kann euch versichern, Hans-Georg gibt alles. Aber schauen wir uns an, was Hans-Georg vor seiner Zeit als Verfassungstop-Doc getrieben hat. Und zu diesem Zweck gehen wir in der Zeit ein wenig zurück, und zwar gemeinsam mit Geheimdienstopfer Murat Konas nach Guantanamo Bay. Oh, Guantanamo Bay. Was haben wir zu bieten? Wie wäre es für den Anfang mit einem kostenlosen Transfer vom Flughafen? Wir begrüßen Sie herzlich im Camp Justice und geleiten Sie sicher in eine Unterkunft unserer Wahl. Fachkundiges Personal ist rund um die Uhr in Ihrer Nähe und bietet individuelle Behandlungen für jeden einzelnen Gast. They use electroshocks on me and they did waterboarding. It's called water treatment. There's a bucket filled with water. They stick my head in it, and at the same time they hit me into my stomach. So I had to inhale all those water, and making it even worse. Der gebürtige Bremer Konas wurde seit 2001 unschuldig in Guantanamo Bay festgehalten. Aber nach einem Jahr Haft und Folter dünkte selbst den 9/11 traumatisierten Amerikanern, dass Konas wahrscheinlich trotz islamischen Glaubens doch kein Terrorist sei. Und so hätte er bereits 2002 in die Freiheit zurückkehren können, wenn Deutschland sich bereit erklärt hätte, ihn wieder aufzunehmen. Wenn nicht ein gewisser Hans-Georg Maaßen, damals Referatsleiter im Innenministerium, ein Rechtsgutachten für die Bundesregierung erstellt hätte, indem er die Rückkehr von Konas ausdrücklich ablehnt. Denn obwohl Konas in Deutschland geboren wurde, hier zur Schule gegangen ist, seine Ausbildung gemacht hat, hat er wie viele andere Deutsch-Türken auch noch die türkische Staatsbürgerschaft. Laut Zuwanderungsgesetz erlischt das Aufenthaltsrecht in Deutschland, wenn man ohne Absprache mit den Behörden 6 Monate außer Landes ist. Da Konas 2002 bereits ein Jahr lang unrechtmäßig von den Amerikanern auf Kuba festgehalten wurde, und das ohne kurz Bescheid zu sagen, dass es ein bisschen später wird, folgerte Maaßen messerscharf, dass Konas sein Aufenthaltsrecht in Deutschland verwirkt hätte. Und das, obwohl nicht nur die USA, sondern auch der deutsche Geheimdienst, Experten des BND, bereits damals 2002 berichteten, dass von Konas keine Gefahr ausgehe. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Mensch, gegen den keine Beweise, was heißt Beweise, noch nicht einmal Anschuldigungen vorlagen, der als ungefährlich galt, von dem mehrere Spezialisten sagten, er sei unschuldig. So jemanden empfahl Maaßen aufgrund einer bürokratischen Formalie auf unbestimmte Zeit in einem Foltergefängnis versauern zu lassen. Und was war sein Kommentar dazu? Zu diesem Leben, das er empfahl, hinter Gitter zu sperren, trotz Unschuld? Pech gehabt. Ganz ehrlich, ich habe die Scumbag-Kappe schon vielen Leuten auf den Kopf gefotoshoppt, aber selten war es so verdient wie hier. Tatsächlich war Maaßens rechtliche Bewertung der Situation so skandalös, dass die Freie Universität Berlin es 2012 ablehnte, Maaßen als Professor an ihrer juristischen Fakultät zuzulassen. Und das Beeindruckendste ist, er hat rein gar nichts daraus gelernt. Trotz Konas Siegen vor amerikanischen Bundesgerichten und der Bremer Staatsanwaltschaft, trotz aller Kritik der Medien, trotz der Abfuhr durch den Akademischen Rat einer Elite-Universität, hat er niemals seine eigene Empfehlung bereut oder revidiert, Konas jahrelang unschuldig hinter Gitter sitzen zu lassen. Ganz im Gegenteil, er würde alles noch einmal ganz genau so machen.
Ich meine, genau so jemanden wünscht man sich doch als obersten Vertreter seiner eigenen Bürgerrechte, oder? Und Überraschung, genau das wurde er. Mit dieser Glanzleistung im Rücken wurde Maaßen 2012 Präsident des Verfassungsschutzes, der oberste Hüter der Freiheit. Und Maaßen kann in der Tat ein glühender Verfechter der Freiheit sein. Aber irgendwie beschleicht er mit der Zeit das Gefühl, dass er sich vor allem für die Freiheit der NSA einsetzt, überwachungsmäßig alles zu tun, was sie wollen. Seit Snowden haben wir weltweit den größten Überwachungsskandal aller Zeiten. Wir haben gelernt, dass die NSA mit der Spionagesoftware XKeyscore einzelne Internetnutzer in Echtzeit überwachen kann. Was das bedeutet? Die Amerikaner können live zuschauen, was du jetzt gerade am Rechner machst. Sie können nicht nur deine Mails und Chatverläufe mitlesen, sie checken sogar deine Suchanfragen bei Google. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber mir sind manche Sachen, die ich google, ein bisschen peinlich. Was sagt der Präsident des Verfassungsschutzes dazu, wenn ein Staat so in die Privatsphäre von Bürgern einbricht? Den Einsatz der Software XKeyscore hält Maaßen für unbedenklich. Das ist eine von mehreren möglichen Haltungen, die man zu diesem Sachverhalt haben kann. Und sie wirft vor allem eine wichtige Frage auf. The fuck is wrong with you? Das fragt man sich natürlich nur so lange, bis man ein paar Tage später liest, dass der Verfassungsschutz selbst eine XKeyscore-Version von der NSA erhalten hat. Was in Maaßens öffentlichen Statements nach einer Weile auffällt, ist, dass Gefahr niemals von den USA und der NSA auszugehen scheint. Die jeden Monat rund 500 Millionen Anrufe, E-Mails und SMS von uns abfangen, die jahrelang unsere Regierungschefin abgehört haben, die Internetnutzer gemeinsam mit Großbritannien millionenfach ungefragt über ihre Webcams beobachtet haben, die Nacktbilder, die sie bei der Arbeit finden, untereinander austauschen, die euch sogar bei Angry Birds überwachen? Tatsächlich schafft es Maaßen, am Vorgehen der NSA keinerlei Fehler zu entdecken. Denn oh fuck, die Warngefahren liegen ganz woanders. Gefahr 1. Die Russen. In Berlin soll es verstärkt russische Geheimagenten geben. Laut Maaßen interessieren sich die Russen für Themen wie: Wie steht Deutschland politisch zur Ukraine-Krise? Wie denkt es über wirtschaftliche Sanktionen nach? Welche Alternativen hält die deutsche Politik zu Erdgaslieferungen aus Russland für möglich? Nun, ich will nicht sagen, dass eine Form der illegalen Spionage besser ist als die andere, aber genau das will ich sagen. Das hier sind klassische Spionagefelder, die direkt die diplomatischen und wirtschaftlichen Folgen Russlands betreffen. Sie suchen sich gezielt Politiker und Behördenmitarbeiter raus, die mit den Sachen direkt vertraut sind, die für sie von Interesse sind. Das andere, was die NSA macht, das Aushorchen eines ganzen Volkes, das nennt man Überwachung. Zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dass Maaßen die Russen kritisiert, die Amerikaner aber nicht, macht mir persönlich Angst. Ich meine, komm schon, die müssen doch irgendwas gegen ihn in der Hand haben. Anders ist das noch nicht zu erklären. Also was... Gefahr 2. China. Ganz heißes Eisen. Die verdammten Chinesen klauen Ideen. Wirtschaftsspionage. Schon mies, aber erzähl mir was Neues. Ich meine, die Chinesen klauen schon immer andere Produkte. Und auch hier Hacker, die gezielt versuchen, die Firewalls erfolgreicher Unternehmen zu knacken. Anderes Level als Nacktbilder von fremden Menschen im Büro rumzuschicken. Gefahr 3. Ja. Seht ihr, das Problem sind weder Geheimdienste noch irgendwelche Cyberattacken. Das Problem seid ihr, frustrierte Angestellte, die aus Ärger über ihr verkacktes Leben die deutsche Wirtschaft in den Abgrund reißen wollen. Ich meine, klar, dass man nicht immer alles auf irgendwelche anderen abschieben kann, dass alle Probleme im Endeffekt irgendwie in einem selbst begründet sind. Das ist deep. Das hat schon was Tiefenphilosophisches. Mitarbeiter, die Firmengeheimnis verkaufen. Üble Sache, einverstanden. Aber hier wird irgendwie ein Ablenkungsding nach dem nächsten gezündet, bis ich die eigene Überwachung weniger schlimm finde, weil auch eine Aktiengesellschaft ausspioniert wird. Ich meine, hey, es ist traurig, wenn in China jemand Baupläne von Siemens mitliest,
Aber meine Solidarität geht nicht so weit, dass ich es deshalb okay finde, wenn in den USA ein Agent mein WhatsApp mitliest. Kann man in Zahlen ausdrücken, wie egal dem Verfassungsschutz die millionenfache Brechung von Bürgerrechten durch die NSA ist? Man kann. Jedes Jahr veröffentlicht er den Verfassungsschutzbericht, der in diesem Bereich maßgebliche Entwicklungen analysieren und bewerten soll. Dieses Foto hier stammt vom 18. April 2014. Maaßen stellt gemeinsam mit Innenminister de Maizière den neuesten Bericht vor. Zu diesem Zeitpunkt zirkulieren die Snowden-Dokumente schon seit fast einem Jahr in sämtlichen Zeitungen und Nachrichtenmagazinen. Es gibt Titelseite nach Titelseite nach Titelseite. Der Bericht ist ein dicker Oschi, er zählt fast 400 Seiten. Angesichts der erheblichen Vorwürfe gegen die US-amerikanischen Geheimdienste und der hohen Frequenz, mit der Snowden selbst über Monate hinweg beinahe am Wochentakt immer wieder neue Verstöße der NSA gegen Gesetze und Vorschriften veröffentlicht, wie viele Seiten beschäftigen sich im Bericht des Verfassungsschutzes mit der NSA? Eine einzige Seite. Das Bundesamt für Verfassungsschutz soll in seinem Bericht über alle maßgeblichen Entwicklungen informieren. Und unter der Leitung von Maaßen widmen sie der größten Geheimdienstaffäre aller Zeiten eine einzige Seite. Zum Vergleich, über Linksextremisten, also zum Beispiel Menschen, die sich gegen Gentrifizierung, die Verdrängung von Menschen mit geringem Einkommen aus begehrten Innenstadtlagen einsetzen, schreiben sie 53 Seiten. Ich wiederhole das nochmal. Linke Aktivisten, 53 Seiten, größter Überwachungsskandal aller Zeiten, eine Seite. Nahezu alles, was wir Deutschen im vergangenen Jahr über die Aushöhlung unserer Bürgerrechte durch die NSA erfahren haben, verdanken wir den Veröffentlichungen von Edward Snowden. Seine Dokumente haben gezeigt, dass wir einem täglichen, millionenfachen Angriff auf unsere Verfassung ausgesetzt sind. Und zwar alle von uns, von den höchsten Regierungsvertretern bis zu jedem Einzelnen von uns, der einfach nur ein Handy benutzt. Und der Mann, der Kraft seines Amtes als Präsident des Verfassungsschutzes am dankbarsten sein müsste für diese Warnung, für diesen Weckruf, lässt Snowden in den Berichten seiner eigenen Behörde nahezu totschweigen und beschimpft ihn öffentlich als Verräter. Meine Damen und Herren, Hans-Georg Maaßen, ein Mann, der dazu rät, Unschuldige im Gefängnis zu lassen, der an der Überwachung deutscher Staatsbürger durch ausländische Geheimdienste keinerlei Fehler erkennt, der denjenigen, der den Skandal unter Einsatz seines Lebens aufdeckt, als Verräter beschimpft. Der ist bei uns für die Sicherheit unserer Bürgerrechte verantwortlich. Armes Deutschland.